So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin todesgehypt. Best of Tots Garantie Pack. Nicht gehypt, weil ich Bock habe, mein Pack zu öffnen am Ende. Wir sehen es kommen. Natürlich werde ich keinen von diesen drei ziehen, die ihr gerade seht. Aber wir haben Packs von Abonnenten. Ich habe einen kurzen Insta-Post gemacht und es haben sich schon ein paar Leute zu Wort gemeldet. Eigentlich brauchte ich nur so 5. Aber wir haben so, ich glaube, jetzt insgesamt 15 Stück bekommen. Wir haben glatt 19 Uhr jetzt. Das Video wird spätestens gegen 21 Uhr online kommen. Ultimative Tots Garantie. Komm bitte nur 87er, sonst wird es echt teuer. Okay, genau wie ich predicted habe. Ich habe es genau predicted, ne? Ich werde mein Pack eben abschließen und dann gehen wir rein zu euch, also zu euch Abonnenten, Zuschauern, wie man es sagen will. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gehen wir rein zum ersten Abonnenten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir machen es der Reihe nach. Ich schreibe mir auch immer nebenbei auf, bei wem ich schon drin war. Okay, ich brauchte 5 Packs. Wir sind knapp 10 Leute jetzt. Das reicht auf jeden Fall. Es haben sich ungefähr 25 gemeldet. Ob die jetzt alle kommen, kann ich euch nicht sagen. Ich schreibe mir eben auf, Evox ist der erste. Let's go. Wir sehen uns, wenn wir drin sind, weil ich will das Video auch nicht viel zu lange jetzt ziehen. Okay, Jungs, ich darf die Packs sogar öffnen. Ehrenbruder. Ehrenbruder Evox. Er hat sogar noch ein Icon-Pack. Also, das Ganze hier kann schon gut abgehen. Ich bin gespannt, was wir für ihn ziehen können. Ein Walkout. Walkout wäre gut. Wenn nicht, skippen wir das. Okay, werden wir jetzt skippen, weil ich, wie gesagt, nicht so viel Zeit habe, Bruder. Ich wollte das Video so schnell wie möglich online bringen. Okay, ein 82er Henderson. Nehmen wir mit. Ich werde euch hier nur die besten reinschneiden. Wenn wir hier nicht ziehen, werde ich es euch nicht reinschneiden. Dann sehen wir uns gleich vielleicht, wenn wir was gezogen haben. Okay, das wird auch nur leider De Rossi. Und, Jungs, wir haben jetzt gleich noch ein Set hier. Und dann haben wir wirklich ein Icon-Pack plus ein ultimativen Tots-Pack. Es kann entweder komplett in die Hose gehen, wie die 82-Plus-Sets, wo kein einziger Walkout rauskam. Der beste ein 83er war. Okay, jetzt wird's. Ah, ich dachte, es wird. Na, mein Zug-Catch dachte ich, okay. 2, 1, let's go, komm. Bitte, gib mir Ronaldo, gib mir Pelé, gib ihn Eusebio, Cruyff, Rullet. Ich brauche nicht alle aussprechen. Es gibt so viele, die man ziehen kann, die krass werden. Komm. Und es wird. Italien. MS. De Rossi. Del Piero? Nein. Ach, wie komme ich überhaupt auf De Rossi? Alter, es tut mir so leid, Bruder, es tut mir so leid. Ich schau mal kurz, ob er spielbar ist. Sprungkraft hat er halt gar nicht, Ausdauer ist auch für den Arsch. Okay, dann öffne das Set in 3, 2, 1, let's go. Ultimatives Tots-Pack. Ich bin so gehypt. Alter, ich hoffe, ich übersteuere hier nicht, weil ich sehe, ab und zu schlägt es auf Rot aus. Lass es Portugal sein, lass es Argentinien sein. Es ist England. Das ist Sancho. 96er Sancho. Ich könnte ihn zum Beispiel gar nicht gebrauchen, weil ich Sancho schon untrade habe. Aber Sancho nimmt man mit. Sancho gehört safe zu den Top 8 Besten, würde ich sagen. Das ist safe gut. Das ist sehr, sehr gut, Jungs. Sancho, boah, nehmen wir mit. 96er Sancho. Mal sehen, ob es überhaupt hier zu toppen geht. Das ist schon krass. Hat halt, wie gesagt, ich spiele ihn ja selber, aber vertrau mir, Evox, du wirst das Video sehen. Spiel ihn, er ist eine absolute Maschine. Danke dir auf jeden Fall, wir ziehen weiter. Da kommt direkt das zweite Tots-Pack hinterher. Ich habe so Angst, mein Pack zu öffnen, das ist nicht übertrieben. Ich weiß, viele denken überhaupt, chill mal, FIFA ist vorbei. Aber nein, ich will hier wirklich heute was ziehen. Da kommt dieses Gefühl hoch, ich weiß, da muss etwas Krasses kommen, hoffentlich zumindest. Sancho haben wir gezogen, zweites Pack, let's go. Komm, push dich hier, ey! Reinpushen, Jungs, reinpushen. Zack, zack, links, rechts. Da kennen wir nichts. Komm, das wird. Van Dijk! Van Dijk! Alter, let's go! Wenn ich Van Dijk ziehen würde. Alter, hör mir auf. Van Dijk gehört zu mich mit zu Top 5. Für meine Liste natürlich, die ich haben will. Keine Ahnung, ob er Van Dijk gebrauchen kann. GG, er zieht einfach mal Van Dijk. Oder wir ziehen ihn hier einfach mal Van Dijk. Okay, vielleicht gönnen die Packs. Nein, ich hab Angst. Gleich, ich sehe schon kommen bei mir Oblak oder so. Wenn das kommt, ne? Ich werde so demotiviert sein. Lass es einfach nicht passieren. Wir brauchen einen krassen Offensiv. Wir brauchen einen Reus oder so. Ein 98er Reus, ein Havertz. Bitte, ey, komm. Energiekopflos. Er wird selber öffnen wahrscheinlich. Macht aber auch nichts. Kein Problem. Wir haben zweimal gut abgeliefert mit Sancho van Dijk. Jetzt muss er selber abliefern. Er wird selber öffnen. Okay, komm. Bruder, komm. Reinpushen. Reinpushen. Ronaldo. Kann es Ronaldo werden? Ich fühl's. Ich fühl's. Ich fühl's Suarez. Komm. Nein, Alisson, ne? Nein. Nein. Okay, die Chance ist wahrscheinlich ziemlich hoch, dass man Alisson zieht. Alter, tut er mir leid. So, das muss wehtun. Und ich werde es gleich selber erleben. Ich werde es jetzt gleich selber erleben. Und das ist schon safe. Jetzt Real Talk. Ihr kennt ja meine zwei Elite-Packs, die ich in den letzten 2 Wochen hatte. Für die Leute zumindest, die aktiv sind. Und ja, das ist absolut krank, einfach was ich gezogen habe. Okay, Jungs, nächstes Pack haben wir. Let's go.
Leider kam ich bei den letzten drei nicht rein wegen Internet oder ja, leben nicht in Deutschland, eins von beiden meistens. Deswegen kommen wir probieren oder hoffen zumindest, dass wir jetzt kein Alisson, Oblak oder Sarabia ziehen, weil wenn das jetzt wiederkommt, dann sieht man, dass die Chance ziemlich hoch ist auf so einen Spieler und ich will sowas nicht ziehen, Jungs. Ich will diese drei nicht ziehen. Komm. Nein, halt's Maul, Alter. Es wird so safe bei mir auch so werden. Und ich weiß es jetzt schon, das ist das Traurige, weil ihr kennt mein Packluck. Es tut mir unglaublich leid für Finn, war es jetzt, ne? Alter, Finn, tut mir leid. Wenn du das siehst, ihr werdet es sowieso eigentlich sehen. Tut mir leid. Rip in die Kommentare für Finn einmal. Wir sind bei den letzten drei auch wieder nicht reingekommen. Es ist einfach unfassbar, dass wir bei keinen reinkommen. Aber ich schaue auch nebenbei gerade den Livestream von der KC. Und da wird auch nur Alissons oder Oblaks gezogen oder halt Sarabias. Das ist einfach ekelhaft, ey. Wir sind im Juli fast. In 5 Tagen, 6 Tagen sind wir im Juli. Und wir ziehen ja wirklich nur... Was ist jetzt passiert? Oh Gott. Bruder. Okay, let's go, komm, wir müssen jetzt direkt öffnen. Scheiß auf diesen schwarzen Kasten oder rechts, dass da steht, die Qualität der Verbindung ist nicht gut genug. Wir ziehen ihn jetzt Ronaldo in der schlechtesten Qualität, die es jemals gab. Nein, das ist zu krass, das ist zu krass. Ich will mein Pack gar nicht öffnen, no joke. Er nimmt sofort den Controller zurück. Es tut mir leid, wir ziehen weiter, Bruder, weil die Quali ist absolut belastend. GG EA. Und wir spielen es trotzdem alle. Wir spielen das Spiel am Ende trotzdem alle. Es kann mir keiner erzählen, dass die Raid jetzt so tief gesetzt wurde. Wir gehen einmal hier rein, hab Ronaldo, ansonsten haben wir noch vielleicht am Ende den lieben Zanon, auch ein Mod von mir und am Ende kommt da mein Pack, wo wir auch Oblak oder sonst wen ziehen werden. Man weiß es einfach schon, aber am Ende ist man trotzdem abgefahren. Bis jetzt, Jungs, wir haben, glaube ich, nichts Schlechtes gezogen, ne? Von jedem, den wir, verbessert mich ruhig, aber von jedem, den wir selber gezogen haben, haben wir wirklich Packler gehabt. Er wird es auch selber ziehen, ist auch kein Problem. Komm, komm, Bruder. Das wird... Oh mein Gott, nein, Mbappé! Nein, oh mein Gott! Ich wusste das nicht, dass Benzema... Ich hab's vergessen. Also ich wusste schon. Ich hab's vergessen. Ich dachte, es ist jetzt Mbappé. Okay, wir haben es jetzt dreimal an 96er gezogen. Ich glaube, ich würde absolut zusammenbrechen, wenn ich Benzema ziehen würde und es Mbappé sein kann. Tja, aber ist stabil. Es geht so viel schlechter. Es ist echt nicht schlecht. Nimm mal mit, Bruder. GG auf jeden Fall. Okay, Jungs, danke dir auf jeden Fall, Zanon. Wir ziehen jetzt weiter und ich glaube, das war's es auch. Jetzt bin ich dran mit meinen Packs. Ich bin gespannt, ob wir was ziehen können. Hab Todesangst, Real Talk. Weil ich einfach keinen Bock habe auf wieder so einen Schrott, weil ich weiß nicht, wie da meine Motivation noch zu FIFA 19 sein wird. Natürlich hätte ich gerne was. Allein, dass ich letzte Woche Elite 3 gemacht habe und aus dem 3er League All-Set nur 120.000 gemacht habe. Davor aus dem 3er Serie A Tots Pack 140.000 gemacht habe. Ich werde es euch jetzt beides einmal einblenden, was wir da nochmal genau gezogen haben, wer das Video nicht gesehen hat. Und ich glaube, ich habe es schon mittlerweile verdient, da ich seit der Totzeit komplett Elite geholt habe. Ich habe bis jetzt auch so keinen Reinfick-Spieler gezogen, sage ich mal. Grüße gegen Rosamonte. Aber nein, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, was ich meine. Ich hoffe, wir können ja irgendeinen Spieler ziehen, den ich gebrauchen kann. Ich bin gespannt. Am Ende wird sowieso wieder Oblak Alisson werden. Bekomme ich Bilder von meinen Real-Life-Freunden, die dann Ronaldo, Messi oder sonst wen ziehen. Das kennen wir doch alle schon. Ich werde das Pack kurz vorbereiten und dann sehen wir uns sofort wieder. Okay, Jungs, wir haben das Pack. Ich bin hart aufgeregt. Ich musste nur Kim Bempe kaufen. Das Rest gebe ich ab. Torwart hat mir überhaupt nicht gefallen. Werde ich auch nicht spielen. Ich habe bessere auf der Position wie zum Beispiel in Sancho. In Allen habe ich nur mal so gemacht. Weil ich die Packs nochmal haben wollte, habe ich mir Allen damals nur gemacht. Und jetzt kommen wir zu meinem Pack. Ich kann euch kurz zeigen, was ich nicht haben will. Ein Sancho will ich halt nicht haben. Ein Robertson, Bernardo Silva nicht. Und ich glaube, das war's. Bernardo Silva, Robertson und Sancho nicht. Und halt Oblak, Alisson oder Sarabia nicht. Das sind 5 Spieler, die ich nicht will. Und ich werde safe einen von diesen Spielern bekommen. Ich muss kurz Fenster zu machen, man weiß ja nie, aber egal, sicherheitshalber. Okay, Jungs, wir brauchen die Kraft der Dragon Balls. Ich habe einen Dragon Ball in der Hand. Let's go. So, das muss wehtun und ich werde es gleich selber erleben. Es wird so safe bei mir auch so werden. Und ich weiß es jetzt schon, das ist das Traurige, weil ihr kennt mein Packluck. Dragon Ball hat's gezogen. Ich bin gespannt. Komm schon, bitte! Einmal zu dieser Totzeit. Einmal Glück. Komm!